Skydumong, früher Skydumong, ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Autor. Sein Leben und seine Karriere haben viele Höhen und Tiefen erlebt und zeichnen sich durch eine Vielzahl von Rollen auf der Bühne, im Fernsehen und im Film aus. Skydumong stammt aus der Dumont Verlagsfamilie. Sein Vater, Klaus Christian Bremme, von 1921 bis 2013, war ein bekannter Verleger deutsch-russischer Abstammung, während seine Mutter, Chiquita Neven Dumont, von 1921 bis 2018, Engländerin war, die während des Zweiten Weltkriegs aus Nazi-Deutschland nach Argentinien floh. Aufgrund der Gesetze von Präsident Juan Perón musste er seinen Namen auf Spanisch angeben, und den Namen, Sky, verdankte er dem Spitznamen seines Bruders Cayetano, den er nicht aussprechen konnte. Die Scheidung der Eltern von Skydumong, als er 4 Jahre alt war, schuf eine multinationale Familie und ein Leben voller Herausforderungen. 1952 zog seine Mutter mit ihm zurück nach Europa. Er studierte in London und machte sein Abitur in der Schweiz. Nach dem Besuch der Schauspielschule in München begann Skydumong ihre Karriere 1971 mit ersten Rollen auf der Bühne und im Fernsehen. Er wirkte in vielen berühmten Werken mit, darunter Der Winter, Der ein Sommer war, 1976, Das Boot, 1981, und Manila, 2000. Dumont arbeitete auch mit Otto Walkes und anderen an Filmen wie Otto, der Film, 1985, und Ottos Elf, 2011. Er übernahm die Hauptrolle im Märchenfilm Die drei Federn, 2014, unter der Regie von Su Turhan. Darüber hinaus tritt Skydumong auch regelmäßig als Gast in vielen berühmten Fernsehserien auf, wie zum Beispiel Inspektor, Der alte Mann, Derrick, Wolfs Revier und vielen anderen Werken Karriere. Neben seiner beeindruckenden Schauspielkarriere erwies sich Skydumong auch als hervorragender Autor und Autor. In vielen seiner Werke hat er Botschaften und persönliche Erfahrungen weitergegeben. Seine Einsichten und seine Lebensphilosophie kommen oft in den Seiten von Büchern und Artikeln zum Ausdruck und vermitteln ein neues Lebens- und Kunstgefühl. Die Herausforderungen im Liebesleben von Skydumong sind auch Teil seiner turbulenten persönlichen Geschichte. Viel Mühe und Schmerz trugen zu seiner Spiritualität und Unabhängigkeit in seiner Herangehensweise an die Kunst und das tägliche Leben bei. Die multinationalen Wurzeln und vielfältigen Leben der Familie Skydumong bilden ein reiches kulturelles und psychologisches Mosaik. Die Tatsache, dass er an vielen verschiedenen Orten studierte und lebte, könnte auch seine Kreativität und sein breites Wissen beeinflusst haben. Die Vielfalt der Karriere von Skydumong, von der Bühne über die große Leinwand bis hin zu Kulturprojekten, ist ein Beweis für sein Talent und seine Leidenschaft für die Kunst. Die Tatsache, dass er sich bis heute in der Unterhaltungsbranche behauptet und dort gewachsen ist, beweist die Stärke und Ausdauer eines wahren Künstlers. Das Leben und die Karriere von Skydumong erregen weiterhin Aufmerksamkeit und Jubel bei Publikum und Kollegen. Hoffentlich wird er in den kommenden Jahrzehnten weiterhin seine Karriere und sein Talent mit der Welt teilen und neue Eindrücke in der Kunstbranche hinterlassen. Das Leben und die Karriere von Skydumong sind weiterhin eine aufregende und bereichernde Reise. Mit seinem etablierten Namen ist er nicht nur ein bekanntes Gesicht in der deutschen Unterhaltungsindustrie, sondern auch eine Inspiration für alle, die Kunst und Kreativität verfolgen. Die Vielfalt der Karriere von Skydumong zeigt sich nicht nur in beeindruckenden Rollen auf der Bühne und auf der großen Leinwand, sondern auch in der Teilnahme an kulturellen Projekten und Denkwerken. Die Art und Weise, wie er Schauspiel und Schreiben kombiniert, zeigt seine Vielseitigkeit und grenzenlose Kreativität.
Das Liebesleben von Sky Dumont enthielt trotz seiner schmerzhaften und schwierigen Momente auch Stärke und Widerstandskraft. Diese persönlichen Erfahrungen motivierten ihn nicht nur, seine Seele zu bereichern, sondern dem Publikum auch eine ehrliche und aufrichtige Sicht auf das Leben zu vermitteln. Sky Dumont ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch Vater, Autor und leidenschaftlicher Kunstfan. Seine Kreativität liegt nicht nur in der Art und Weise, wie er seine Charaktere auf der Leinwand darstellt, sondern auch in der Art, wie er Geschichten erzählt und seine Lebenserfahrungen teilt. Mit Hingabe und Leidenschaft ist Sky Dumont weiterhin eine Ikone der Unterhaltungsbranche und ein vertrauenswürdiger Partner bei künstlerischen Projekten. Seine Beiträge bereicherten nicht nur die Kunstbranche, sondern hinterließen auch einen tiefen Eindruck im Herzen des Publikums auf der Wiese ist 9 Einheiten weit weg und so weiter. Wie geht's weiter? Weiter noch ähnliche Punkte? Ja? Ja, kann man nach unten gehen, ne? Jetzt haben wir hier die Entfernung 5 und hier auch die Entfernung 5 und die Entfernung 6 und die Entfernung 7, 8, 9 und so weiter und so weiter. Gibt es noch weitere Punkte? Warum kann ich nicht seitlich weg? Also warum kann ich jetzt hier nicht nach rechts weg? Ja? Bei dem hier zum Beispiel, ne? Oh, Mist. Hilfe. Nein. Zurück. Ah, ist noch da. Dieser Punkt hier, ne? Wenn ich jetzt nach rechts gehen würde, dann würde ich ganz dicht an B vorbeilaufen, mich aber immer weiter von A entfernen. Das heißt, dieser Punkt hier ist nicht gleich weit weg von A und B. Das ist nämlich 3 weit weg von B und 5 von A. Okay, 5 plus 3 ergibt 8, das war ja die Gesamtlänge. Das heißt, dieser Punkt ist nicht gleich weg, genauso wie diese anderen Punkte. Die liegen alle näher bei B als bei A. Genauso diese hier liegen alle näher bei A als bei B. So, das heißt also, wir haben jetzt hier, wenn man jetzt verbinden würde, wenn man also davon ausgeht, dass dazwischen auch überall solche Taxigeraden liegen, dann hätten wir so ein Bild, so ein geknicktes Bild. Jetzt wieder die Frage, wie könnten wir die Menge all dieser Punkte, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, nennen? Gucken wir wieder in unsere Geometrie, unsere Bekannte. Ich habe 2 Punkte. A und B. So. Wo liegen denn all die Punkte, die von A und B gleich weit weg sind? Die von A und B denselben Abstand haben. Wo liegen die denn? Ja, ich sehe schon entsprechende Handbewegungen. Wer hat eine Idee? Ja? Die Gerade, die orthogonal zur Strecke von A und B liegt, also die Strecke AB zeichne ich mal ein, ja, so etwa, durch die Mitte der Strecke, genau. Also ich muss hier die Mitte bilden, ne? So, ungefähr hier, und dann die Gerade, also geht das unendlich weiter, ja. Entschuldigen Sie bitte dieses etwas wackelige Zeichen, das liegt an dem Rechner hier. Die Gerade, die durch die Mitte von der Strecke AB geht.